Ich habe immer Pleugen, der heilen kann. Ich scanne mal, was vor uns liegt. Das könnte dauern, mach einfach weiter. Ich weiß. Soll ich ein bisschen... Aber mal, wir gehen nochmal nach unten und tauschen nochmal noch was aus hier. So, Taktik. Direkte Befehle. Meine ich nicht. Fuka, analysieren mal. Machen wir Mazio. Vielleicht funktioniert es ja. Ach, perfekt. Und ruft da. Tja. Ich bin halt gerade ein bisschen... Oh, was ist denn das da links? Was ist das denn gewesen? Das habe ich noch nie gesehen. Was ist das denn? 5. Du hast ein kleiner Arcana-Schwert Rang 5 gezogen. Zwei Hände erhalten. Okay, du spürst eine Veränderung. Ja, kannst ruhig wachsen. Alles gut. Und Dekaya. Hebt Werteboni von allen Gegnern auf. Das ist sehr, sehr praktisch. Also, Licht überlegen. Geringe Chance auf Auferstehung gegen Lichtmagie. Das ist gut. Kurokaya am Kampfbeginn. Ausweichrate gegen Schlagangriffe. Ja, der Schlag kann raus. Eins von beiden kann er nicht raus. Also, das lasse ich natürlich drinne. Leichter durch. Ich mache mal leichten Dingsschlag weg hier. So. Oh, ich habe nicht aufgepasst. Was? Lass ich was zu? Hat ein Item hervorgebracht. Blitzarmreif. Okay. Blitzarmreif. Wahrscheinlich. Schützt vor Schock. Ja, das ist eigentlich gut. Schützt vor Schock. Ah, jetzt gehen wir nochmal runter. Ich bin irgendwie gerade noch nicht so zufrieden mit meiner Zusammenstellung. Ich habe halt so viele Teammitglieder. Das Problem ist halt, dass sie nicht alle mit. Dass sie nicht alle mit leveln, sondern. Also, wen brauchen wir jetzt wirklich? Also, Aegis ist halt ziemlich gut. Die ist halt total stark. Die hat halt richtig gute physische Angriffe. Der Hund ist halt gut, Feuerangriffe und sonst. Also, eigentlich könnten wir theoretisch wirklich, auch wenn es mir im Herzen wehtut, mit zu rausschmeißen. Und dafür Yukari reinnehmen, weil die hat nun mal tolle Heilskills und wir brauchen halt Heilskills, ne? Verzeih mir bitte. Verzeih mir. Alright. Ah, ich brauche eine gute Heilerin, es geht nicht anders. Es ist nicht anders machbar. Gut. Ach, ja, Level 91. So, weiter. Einfach weiter nach oben. Ich weiß, eine tolle Gruppe, ne? Ich spüre etwas sehr Mächtiges. Ich brauche mehr Zeit, um herauszufinden, wo genau es ist. Ich wollte dir das erstmal nur sagen. Danke, das war sehr aufschlussreich. Sehr, sehr aufschlussreich. So. Wir haben die Initiative. Was ist das? Schwert der Gerechtigkeit. Komm, wir hauen mal alles drauf hier. Persona! Und weicht aus. Schlecht. Oh, wow, 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 wow. Garu-Skills. Ist ja super, dass wir Dings mit dabei haben, ne? Yukari. Oh Gott. So, Yukari. Garu, ne? Dann mach mal. Und drauf da. Ja, den Hund muss ich echt ein bisschen leveln. Der scheint gerade ganz schön viel Schaden zu nehmen, ne? Der arme Hund. Wuff. Oh, krass. Jetzt kriegen wir die richtig guten Sachen. Ich nehme natürlich wieder Erfahrungspunkte. Rang 5. 1017. Ja, nice. So muss das sein. Immer her mit den Erfahrungspunkten. Ich kann jetzt Personas Level 31 erschaffen. Meine Güte. Das, so der Hund muss geheilt werden, ne? Und dafür haben wir unsere gute Yukari mit dabei. Einige TP eines Verbündeten. Mach mal. So. Dann geht's weiter. So. Ich nehme auch noch mit. Was bist denn du? Haben wir schon herausgefunden, was die Schwäche von denen ist? Electricity ist natürlich optimal. Habe ich gerade ausgerüstet. Ba, 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 ba. Oh ja, mach weiter. Einfach ruft da. Äh.
Warum mach... Warte mal, das passt mir gar nicht. Jetzt habe ich eingestellt, dass sie das automatisch machen. Ne? Das sollen sie auch nicht machen. Das sollt ihr nicht machen. Ist nicht Sinn der Sache. Mamudo. Okay, ich lebe noch. Gut. Das war nicht so ein Insta-Kill-Angriff. Kann sie nicht auch verstehen, so. Persona! Naja, immerhin. Ich komme durch irgendwie, aber so geil ist es gerade noch nicht hier. Ja, komm, greif nochmal an. Komm. So, Pleugen, jetzt werden wir aber auf jeden Fall einstellen hier. Ich weiß nicht, was ich gerade eingestellt habe. Nicht frei handeln. Direkte Befehle. Direkte Befehle. Alle direkte Befehle, bitte. Na toll, Pleugen, ey. Komm, jetzt ruf da. Wuff, wuff. 248. Oh ja. Ja, kann man mitnehmen. Geht besser, geht aber auch schlechter, würde ich mal sagen, ne? So. Wir bewegen uns langsam. Sehr, 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 sehr langsam nach oben. Ich weiß jetzt, wo es ist. Auf der 98. Ebene. Es ist zwar noch weit weg, aber seid bitte vorsichtig. Ja gut, so weit ist es auch nicht mehr weg, ne? Also 98 ist ja eigentlich ein Katzensprung entfernt. So. Ja, gut, komm. Bin ich ja relativ einfach weg hier. Die Gegner sind bis jetzt kein... Also wirklich keine Herausforderung für mich. So, Wuff. Bravo, bravo. Ja, drauf da. So. Karten mischen. Was haben wir? Wir haben so viele gute Sachen. Wir nehmen die neue Persona. Oh, geil. Muss ich nur richtig abpassen. Und, wen haben wir? Du hast Kraft gezogen. Ich habe Kraft gezogen. Nett. Oh, und du hast ein Level Up hier. Yukari. Bald erlernst du Garula. Das ist wichtig und auch gut so. Lucia ist ja auch bald bei drittes Auge, was auch immer das dann bedeutet. Aber jetzt will ich mal gucken, was kann denn Kraft, bitteschön. Kraft, ja, sieht echt nice aus, den muss man echt mal sagen. Details, Hammer Skills, oh, das ist gut. Immer, also Hammer Skills sind immer gut. Jo, dankeschön, ne? Ich wünsche auch noch einen schönen Abend und viel Spaß noch. Bei was auch immer du noch vorhast. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Leichte Chance auf Insta-Kill, leichter Windschaden bei allen Gegnern, leichte Chance auf Insta-Kill bei allen Gegnern. Oh, das ist natürlich nicht schlecht. Das ist natürlich nicht schlecht. Oh, den Schatz nehme ich natürlich noch mit. Oh, das ist sogar ein guter Schatz. Es ist Around... Aroundite? Was? Irgendwas Gutes? Legendäre Schwert, ist das für Pleugen? Aroundite. Oh, nice. Aroundite. Schwert, das ein kaltes Licht verströmt. Mekka, das ist natürlich schade wegen legendäres Hackbeil, wegen kritischer Trefferrate, aber... Ich meine, komm schon, ne? SP ist halt wirklich wichtig. So, kann ich irgendeinen von euch jetzt das, den Rest andrehen, das Hackeball? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Mitsuru hat Florett und nicht so bestialisches Zeug wie ein Hackball. Aegis hat halt nur eine Pistole oder eine Handkanone oder was auch immer das ist. Sylphenklinge. Okay. So, wie sieht meine neue Waffe aus? Ja, ist nicht so übertrieben plump, sag ich mal, wie das Hackbeil. Bist du müde? Bitte beanstreng dich nicht. Nein, noch lange nicht. Ich bin doch gerade erst hier angekommen. Also. Den ignorieren wir da einfach. Den ignorieren wir einfach. So. Was nehmen wir denn jetzt? Einzelschuss nehmen wir nicht. Wir nehmen. Komm, wir nehmen noch Mazio. Ist zwar jetzt nicht die Schwäche von denen, aber. Zionga! Oh, der Hund hält echt nicht aus, ey. Das ist ein bisschen. Bisschen ungünstig. Mudo, Chance auf Interage, mittlerer Feuerschaden bei einem Gegner. Hilft das hier? Uiuiui. Gut!
Was waren die Schwäche von den Viechern hier? Weiß ich gar nicht mehr. Ah, Wind war das, glaube ich. Komm. Machen wir den mal fertig. Perfekt. So, dann wollte ich noch sagen, Magaru. Ich glaube, es war Wind. Eine. Ergibt ja auch Sinn, ne? Sind halt aus Stein. So eine Art Konstruktion, die durch den Wind weggeblasen wird. Oh yeah. Mach mal. Baby, 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 baby. So, wir nehmen uns natürlich wieder die Erfahrungspunkte, das ist klar. Und 801, ja. Jetzt läuft's, wenn man da denkt, wie am Anfang, was das für eine Qual war, die Leute zu leveln. Oh, Rakukaya. Das ist schön. Immer her damit. Rakukaya sind die ganzen Unterstützungsskills hier, die meine Werte verbessern. Das kann ich sehr, sehr gut gebrauchen. Schon wieder ranzige alte Soße, die ich irgendwo aus dem Kanal gefischt habe. Und da ist der Punkt. So, die starke Präsenz ist auf der 98. Ebene. Bitte sei vorsichtig. Versuch's doch schon. Ich versuche es mit allem, was dazugehört. Geh weg, geh weg. Was, Granatwerfer? Das ist doch jetzt was für Aegis, oder? Ja, komm. Granatwerfer, perfekt. Werfer, der 80 mm Granaten abfeuert. Ja, nice. Ja, sehr nice. Mega Man lässt grüßen, ja, ne? Das hat ja schon ein bisschen was. Umso besser oder umso stärker, umso besser. So, komm hier. Schön, dass du anhältst, kurz bevor du zuschlägst. Persona! Und weiter. Rabuff, rabuff, ja. Ich bin echt mal gespannt, wohin sich jetzt noch unser Hund entwickelt, ne? So von der Stärke her. Gucken wir einfach mal. Oh, wen haben wir denn da? Die nehmen wir doch. Neue Persona, die ich noch nicht habe. Es ist Lamia. Du hast sie in dein Herz aufgenommen und ich habe immer noch genug Freiraum, oder? Gucken wir mal. Persona. Lamia. Irreführend. Quälten Gegner. Agilao brauche ich nicht. Mittlerer Feuerschaden bei einem Gegner. Zorniger Tier erhöht Angriffskraft bei Wutausbruch. Ja, gut, das ist sehr speziell. Da muss ich erstmal in Wut versetzt werden. Dass das auch wirklich funktioniert. So. Nee, gut, hier ist eine Sackgasse. Da will ich nicht unbedingt reinlaufen, wenn das nicht sein muss. Ja, laufen wir hier lang, würde ich mal sagen, ne? So. Wie fühlst du dich? Bitte beanstreng dich nicht. Ich versuche mein Bestes. Ich laufe jetzt einfach die Treppen hoch. Also momentan bin ich ja ganz gut aufgestellt, würde ich mal sagen. Der Gegner ist auf der nächsten Ebene. Sei bitte vorsichtig. Ja, machen wir einfach. So, nächste Ebene. Bitte sei vorsichtig, da sind drei Gegner in der Mitte. Ja, wie so oft, ne? Das heißt, wir speichern. Oh, diesmal steht das Gerät aber an einer anderen Stelle. Das heißt, wir gehen nochmal ganz nach unten. Wir werden uns jetzt mal noch nicht heilen. Ich werde erstmal gucken, was mich da erwartet. Vielleicht muss ich gar nicht jetzt extra dafür Geld ausgeben, um zu heilen. Vielleicht geht's auch einfach mal so, ne? Man weiß es nicht. So, gucken wir mal. Sei vorsichtig, bin ich. Ich bin immer vorsichtig. Mann, ich muss jetzt hier lang laufen. Das ist diesmal ein bisschen anders aufgestellt. So, wen haben wir denn hier Schönes? Okay, ja, schön. Bitte betatscht mich nicht, ja. Du kannst gewinnen, ich weiß es, danke. Danke für die Zuversicht. Ich hoffe auch. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass sie gefährlich sind. Dann ist gut. Wir gucken aber jetzt erstmal Taktik. Analysier mal. So, gehen wir jetzt erstmal alles durch. Mazio. Juckt die gar nicht. Konzentration ist schlecht. Natürlich willst du uns das nicht erzählen. Wie sieht es aus mit Mudo? Aber wahrscheinlich nicht bei Endgegnern, das ist Quatsch, oder? Dann versuchen wir mal Feuerskills. Ah ja, Feuerskills, sieh mal an. Der Hund.
Der schaut nicht so sehr auf ihn herab, ne? Der ist schon nicht zu unterschätzen, der Gute. Wuff, wuff. Dann mal drauf da. Ratatana. Oh, das könnte böse ausgehen. Naja, ich lebe noch. Gut. Aber das heißt, unsere gute Yukari muss heilen. Mach mal. Da, 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 da. So, und der schlägt jetzt mal schön zu hier. Ja. Gut. Was machen wir mit dir jetzt? Tempoangriff. Komm, machen wir ja auf alle drauf. Genau. I know. We can change that if you like. Let's go with Pyro Jack. So, da helfen wir mal ein bisschen nach, dann geht's auch schneller. Pyro Jack. So, und weiter drauf. Na klar, drauf da. Ich glaube, da kommen wir gut durch. Also, ich will jetzt mal echt sagen, das dürfte gut hinhauen. Mabufula. Was? Ja gut, nee, das machen wir nicht im Kampf, aber hä? Warum waren das plötzlich so stark? Gerade eben hast du auch ertragen. Machen wir nochmal. Na gut, jetzt wissen wir ja zumindest, was die Schwäche ist. Da holen wir einfach mal Pyro Jack raus. Okay, jetzt hätten wir wahrscheinlich wirklich Dings, die brauchen können, ne? Mitsuru. Ja, ist halt die Frage. Das Problem ist, ich kann halt bei dem Hund zum Beispiel, kann ich halt nicht vorausschauen, in welche Richtung das geht. Ja, Feuerschaden und Dunkelheit. Ja, na gut, Feuerschaden hat er auch hier Jumpe. Na, ich weiß nicht. Wir müssen gucken, in welche Richtung sich das entwickelt. Eigentlich müsste ich eher Mitsu reinnehmen, aber ich will erstmal gucken, was der Hund so drauf hat, trotzdem. So. Pyro Jack. Ja, Rawuff und drauf da. So. Haben wir das. Treffer Ausreihe erhöht. Abwehr bei einem Verbündeten. Ja, komm, Yukari muss gestärkt werden. Machen wir das einfach mal. Machen wir das einfach mal. Oh, 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 scheiße. Der Hund ist tot. Nee, ist er noch nicht. Ich hoffe, der Hund überlebt das jetzt. Das wäre sehr angenehm. Also. Ja, ja, Koro-chan. Ja, ich meine, wie gesagt, ich möchte noch sehen, was der für Potenzial hat, der Hund, ne? Und ich meine, ich möchte das Hund echt mal nutzen, dass wir mit dem Hund jetzt hier kämpfen können, oder? Ach so, ich kann kein Dings initiieren. Dann Item, lass mal hier. Erinnert alle TP und SP in der Gruppe ist zu viel, das ist zu Overkill. Ich wollte eigentlich jetzt hier. War. Alle TP der Gruppe. Ach komm, scheiß drauf, machen wir einfach mal. Ist egal. Ist egal. Ja, leider konnte ich links machen. Ich konnte. Ach so, deswegen war das so hart, weil die sich konzentriert haben. Deswegen. Da kann ich mir das wegklauen auch nicht. So. Hebung auf bei einem Verbündeten. Ach komm, machen wir einfach mal Magaru. Haben wir auch noch nicht ausprobiert. Macht nichts wirklich. Aber warte mal, wir haben doch. Haben wir nicht irgendwie, warte mal, Persona. Ich weiß nicht, ob ich jetzt falsch liege. Hatte nicht einer irgendwie. Dekaya, dir. Ich hab da irgendwas Falsches im Kopf gerade, glaube ich.
Ich hatte irgendwie gerade im Kopf, dass irgendjemand Dingsboni aufheben hatte. Statusboni beim Gegner. Okay, egal. Einfach drauf jetzt. Ba, 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 ba. So, Tempoangriff. Weißt du, was du jetzt mal machst hier? Taktik kann ich nicht auswählen. Schade, sonst hätte ich gesagt, dass du deinen Turbo-Modus da machst. Ja, komm, hau einfach drauf. Ich sollte das eigentlich trotzdem durchhalten, oder? Ah, entfolgen! Der Hund stirbt jetzt. Ja, krass. Nee, das wird nix. Also, ich brauch da andere Personen. Das wird sonst nix hier. Das wird nix. Jetzt mal realistisch betrachtet. Ich kann ja gerne den Hund dann weiter skillen. Ist ja vollkommen okay, aber so wird das echt nichts. Ja, ist halt schade, dass die anderen irgendwie nicht mitskillen, ne? Das ist schon echt bedauerlich, muss ich sagen. So, deswegen nehmen wir jetzt mal rein. Also, Koromaru könnte vielleicht noch drin bleiben, jetzt gerade. Yukari brauche ich zum Heilen. Tatsächlich, Aegis ist gerade, also obwohl ich die gut finde, aber dann packe ich lieber Junpei rein. Weil, es war doch so, dass er Dings hatte, oder? Junpei Iori. Personastatus. Agi. Ja, leichter Feuerschaden ist halt immer noch relativ schwach. Aber ich werde so viele Leute mit Feuerschaden wie möglich da reinholen ins Boot, ne? So, dann werde ich trotzdem jetzt mal mich zumindest heilen. Das kann ja mal Yukari übernehmen. Der Gruppe. So, ist wieder geheilt. So. Und probieren wir es mal, würde ich sagen. Probieren wir mal, was wir hier zusammen... Ob das jetzt hier passt von der Gruppierung her. Ich laufe schon wieder in die falsche Richtung. Ich bin immer gewohnt, dass die Gegner entgegengesetzt von dieser, von diesem Teleporter sind. Sind sie aber hier in dem Falle nicht. So, ey, komm, das müsst ihr jetzt relativ schnell hinkriegen. Wenn du bedenkst, ich habe jetzt hier drei Leute... die Feuerskills beherrschen. Ja. So, und drauf da. Einfach drauf. Gucken wir mal. Wäre schön, wenn wir es mal irgendwie schaffen würden. Ach komm, gleich Bufu dahin. Alter Schwede, alter Schwede, alter Schwede. Geht ja gleich richtig los, Mensch. Ja, die hauen halt noch zu sehr drauf, muss ich sagen, ne? Ja, komm, Hauptsache ich mach die ein bisschen. Ja, Hauptsache ich schwäche die ein bisschen und kann den All-Out-Attack machen. Ach du Scheiße, ey. Ja, ich sehe das schon. Was soll ich machen? Also. Wahrscheinlich wäre Heilen jetzt ganz gut, ne? Ah, ja. Komm, machen wir mal. So. Ja, ich weiß, was soll ich machen? Alter, wie viel die reinhauen, ey. Meine Güte. Einige DP eines Verbündeten. Überlebe bitte. So, steh auf. Oh, Pleugen, du Arsch. Was soll das denn? Leiden wir nicht schon genug? So. Du gehst jetzt hier down. Naja, watch me in action, naja. Ich verstehe nicht, warum ich nicht eine All-Out-Attack gerade machen kann. Dann werde ich ab hier. Was soll ich sagen? Ja, komm. Kannst du vergessen. Das überlebe ich nicht.
Das ist einfach zu krass hier irgendwie. Wahrscheinlich bei Plögen. Kann das sein, weil Plögen irgendwie. Dass Plögen schlecht geht hier. Der betäubt ist. Ja, jetzt stehen sie wieder alle aufeinander. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja gut, wenn ich die wenigstens, wenn da immer nur einer angreift, geht's ja. Wenn ich die sozusagen alle so ein bisschen betäubt halte. Ist zwar echt, sag ich mal. Naja. Dauert zwar echt Ewigkeiten, aber. Besser als nix, ne? So, Plögen, steh auf jetzt. Fight hard. So, jetzt. Ah, es muss wirklich Plögen. Der muss wirklich auf. Der muss, darf wirklich nicht betäubt sein. Interessant. So. Alter! Okay. Das wird nichts. Ich brauche da einen, der diesen Dingsangriff da hat, wo ich das aufheben kann. Sonst kannst du es vergessen. Also Jumper kann ich rausschmeißen. Das kann, ja, der hat halt seinen Dingsangriff da, aber das ist halt so schwach immer noch so. Wir gucken jetzt mal logisch. Wir hauen jetzt mal alle raus. Nee, Yukari hauen wir nicht raus. Yukari brauchen wir definitiv. So, der Hund hat auch einen sehr guten Dingsangriff. So, du kommst raus. Nichts. Gruppe entfernen. Status. Aegis, was kannst du denn nochmal? Kannst du verbünden mit eurem Hiebschaden beim Gegner? Ist okay, ja. Bufu. Marin Karin. Garula. Patra. Ich kann halt mit meinen versuchen, in der Hinsicht irgendwie. Doch, die Kaya hat er doch! Mensch, meine Güte! Was mache ich denn? Na komm. Ja, komm mit rein in die Gruppe. Wir können ja trotzdem mal versuchen, irgendwie im Velvet Room was zu reißen. Zum Beispiel Omitsunu. Oh, krass. Was kann der denn alles? Todeswüten. Verstärkte Ausweichrate gegen Durchbohrungsangriffe. Rebellion. Zorniger Tiger erhöht Angriffskraft bei Wutausbruch, Autotau Kaya, Auto, zu Beginn, Feuer ausweichen, Dunkelheit überleben. Konter, körperlicher Angriff, Konter, eine geringe Chance. Finde ich ziemlich gut, muss ich sagen. Dafür würde Kraft weggehen mit einem Hammer. Okay, der hat Hammer-Skills und so. Aber gut, die Hammer-Skills ist halt so Insta-Kill-Dinger, die kann ich eh nicht anwenden bei Endgegnern, also. Ist, komm, wir machen den. Möchtest du es tun? Ja, ich will. Na dann. Oh, ich bin Omitsunu. Lass uns gemeinsam die schwierigsten Wege gehen. Der Schwimmteam Social Link erfüllt Omitsunu mit Macht. Die Stufe von Omitsunu erhöht sich bald. Sehr schön. Omitsunu. Ja, das ist doch nice. Ich glaube, damit kann man sehr zufrieden sein, oder? So. Ich glaube jetzt noch nicht, dass er mir jetzt irgendwie groß was bringt, irgendwie im Kampf, oder? So, wer ist jetzt noch so mäßig stark? Vielleicht dir? Nee. Ich kann nochmal versuchen, normale Fusion zu machen. Ist da irgendwas, das so mindestens Level 30 ist? 30, 31. Der Rest ist mir dann doch schon zu schwach, ne? Oh, wow, ich kann Nekomata Level 5 kreieren. Mache ich unbedingt. Das ist genau das, was ich jetzt möchte, ne? Nee, ich glaube, mehr kann ich da nicht rausholen. Also speichern und jetzt hier richtige Persona auswählen. So,
So, konnte der nicht auch irgendwas Gutes? Auto. Rakukaya. Ja, komm. Los jetzt. Ich muss einfach immer. Das Schlimmste ist wirklich immer diese Betäubung. Also hier diese. Ja, wenn die sich hier extra stark machen, das ist das Schlimmste, ne? Wenn ich die kritische Trefferrate irgendwie drosseln kann, ist gut. So. Also das ist schon krass, wie unterschiedlich so die Stärken sind von Gegner hier im Tartarus und Gegner draußen. Ist halt echt ein Unterschied wie Tag und Nacht, ne? So, jetzt wechsle ich trotzdem erstmal zu Pyrojack. Mache ich trotzdem, damit wir die Initiative haben. Treffe ich wenigstens überall? Ja. Und drauf da. So, Hund auch noch. Agilau. Genau. Wuff. Ja, oder? Ne? Das Menschen ist bester Freund. Und nochmal. Und drauf da, All-Out Attack. Perfekt. So fängt der Kampf schon mal gut an. Zwei All-Out Attacks nacheinander. Ba, ba, ba. Ba, ba. Erhöht Abwehr bei Verein Verbündeten. Ich könnte ja eigentlich nacheinander mal die Leute hier verstärken. Ich glaube, ich mache das mal bei dem Hund. Der Hund leidet immer ziemlich. Gleugen hat jetzt erstmal eine Verteidigung nach oben. Das ist ganz gut. Media Diorama Rekan. Weißt du was? Abwehr. Mach mal. Boah, 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 boah. Was? Was ist denn jetzt los? Magieangriffe werden reflektiert. Was ist damit gemeint? Generell jetzt oder was? Oder? Oh. Das ist ja ungünstig hier. Das ist ja extrem ungünstig. Ja, also erstmal will ich eine Person haben, die heilen kann. Also ich muss jetzt zweimal heilen, sonst werde ich, komme ich hier nicht durch. Dekaya. Mabufu, Espere generieren. Obwohl, warte mal, ich nehme meine, genau, den nehme ich mal. Das ist ganz gut. So, verringern wir mal hier den, verringern wir einfach mal langsam, sicher bei denen die Abwehr. Ja, Aigis, verbessern wir mal. Abwehr bei einem Verbündeten. Ja. Ich hoffe, ich komme nochmal auf Yukari. War wahrscheinlich ziemlich blöd, ich hätte die heilen sollen. Yes, deswegen kriegt sie jetzt auch einmal Diorama. Nicht Futurama, sondern Diorama. Okay, ist okay. Ah, wenn sie immer nacheinander wären. Na klar, genau die, die Rekam beherrscht. Alter, dreimal hintereinander, wie soll ich das denn überleben, Junge? Was ist das für eine Scheiße hier, sag mal. Hatte ich irgendjemanden, der Rekam noch beherrscht von meinen Personas? Nee. Oh. Jetzt hier. Nervig. Egal, komm. Ich brauche Yukari. Was soll ich sagen? Blockt der immer noch. Ich muss nochmal Schaden anrichten, das ist halt gerade, ne? Okay, Tempoangriff. Müssen wir halt so. Müssen wir so ran. Alter Schwede. Ja, nee, klar. Nochmal drauf da. Wisst ihr, die ist doch schon am Leiden.
Alter, das kannst du doch echt vergessen hier, oder? Das kannst du echt vergessen. Scheiß drauf, ich werde jetzt alle raushauen. Das ist mir vollkommen wurscht hier. Ich muss ja mal was machen hier. Es ist halt... So, Item hier, komm, Gruppe heilen, ist ja jetzt. Muss ich mir in Zukunft mal ein bisschen mehr kaufen. So, komm. Damit ich jetzt nicht nochmal meine Auferstehungsperle rausschmeißen muss. Das wäre etwas ungünstig. Das haut halt auch immer so rein, ey. Zweimal hintereinander, dreimal hintereinander teilweise. Es reicht doch langsam mal, Mensch! Jesus Christ, ey. Ja, heil dich, los. Gottes Willen, ey. Ja, komm, ich weiß auch nicht, was ich hier machen soll. Ich habe ja gesagt, bei irgendwas Gegner möchte ich eigentlich nicht so die Auferstehungssituation nutzen. Komm hier, Ausweichrate hoch. Ich komme echt kaum zum Angreifen, das ist halt wirklich, wirklich wahr. Ja, komm jetzt hier. Drauf da. Aegis, du bist unsere Rettung hier. Okay, Konzentration. Du weißt, was du machen musst, Pleugen. Oh. Die haut immer so rein. Oh, es müssen alle geheilt werden. Also ich muss in der Runde natürlich Aegis auch noch irgendwie hochkriegen. Wo das fast keinen Unterschied mehr macht. So, so und jetzt der Skill. Von allen Gegnern auf. Was wie nicht nötig. Doch! Und wie nötig das ist. Ach, war das eine andere Fähigkeit oder sowas hier? Sekunda ausreich, interessiert mich nicht. Licht überlegen, Dekaya hebt alle Werteboni. Das ist doch genau das gleiche, was ich gerade habe, oder? War das Dekaya? Ich kann halt auch nicht drei Runden warten und nichts machen. Das überlebe ich halt nicht, ne? Das ist halt das Problem. Akunda verringert einen Abwehr bei einem Gegner. Bei einem Verbündeten. Komm, nehmen wir die Persona. Wir heilen uns jetzt. Also sonst überleben wir das nicht. Ich weiß sonst nicht, wie ich es machen soll. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Ja, Yukari ist bereits, komm. Ja, das habe ich schon mal verloren. Ich sehe schon kommen. Abwehr beim Verbündeten. Komm, du musst. Ich muss aber angreifen. Ich muss halt. Ich kann halt nicht dauerhaft nur nichts machen. Ja. Oh, das war's, bin tot. Alter, guck dir das doch mal an! Was soll ich da machen? Oh, komm, scheiß drauf. Ist ja jetzt, komm, ist mir jetzt vollkommen wurscht hier. Ey, wisst ihr, nee, komm, also die sind auch. Ist ja, komm. Was soll's? Mal ehrlich, ist. Ich weiß nicht, wie ich das aufheben kann. Habe ich irgendein Item, womit ich das aufheben kann? Wahrscheinlich. Irgendwo. Also das hier neutralisiert Gift. Hebt Wut auf, Verwirrung, Panik, regeneriert Barriere, die einen Magie reflektiert. Hebt alle... Na, funktioniert ja nicht, ne? Hebt alle Werte Strafen für die Gruppe auf. Ich verstehe nicht, warum ich das nicht rückgängig machen kann, was sie haben. Hab nichts dagegen. Ja, ach, keine Ahnung. Ganz ehrlich. Dann ist es jetzt, wie es ist.
Also Spasi ist halt, ja. Also so spaßig ist halt Tartarus nicht, dass ich das jetzt 20 Mal spielen muss, mal ganz ehrlich. Also. So, was haben wir jetzt noch hier? Ja, komm, mach Garula. Geht ja auch nicht, Mensch. Ich kann ja nichts machen. Es ist... Ja, komm, jetzt mach eine Attacke, mit der ich hier mal richtig reinhauen kann, ne? So. Der hat eine Todeswüte, da kann ich ein bisschen mehr schaden. Bei einem Gegner, Tempoangriff bei allen. Komm, ich will die alle schnell wegkriegen. Das arme Hündchen. Das arme Hündchen. So. Oh. Ja, keine Ahnung. Ich muss schon mal ein Item verwenden, aber ich muss angreifen. Sorry, es ist halt... Es geht schon viel zu viele Runden hier. So. In der Hoffnung, dass alle überleben. Bitte. Boah, das ist ja fast nix, Alter. So, Pleugen muss nachheilen. So, wo ist meine Persona? Das war sie ja, genau. Und zwar Media. Man muss sagen, es ist halt fast nix, ne? Also ich habe jetzt zwei Leute... Weil der Hund, warum kriegt denn der fast... Das ist ja schlimm. Schon wieder Konzentration. Ach scheiße, die ist... Mist, Mist, Mist. Mann! Ja, komm, vergiss es. Bin schon wieder tot. Komm, jetzt hau drauf! Mach die tot jetzt hier! Ey, scheiße! Pleugen! Rettet ihr jetzt einen eigenen Arsch oder so, ihr beiden? Seid ihr die einzigen, die noch stehen geblieben sind? Alle TP und SP einer Gruppe. Das ist viel zu viel, wenige. Regeneriert 50 TP der Gruppe. Agilität verstärkt. Ja, komm, mach einfach. Ist er ja. Was? Uiuiui. Okay. Oh, krass. Was ist das denn? Was habe ich gerade aktiviert? Irgendwas Gutes. Ja, komm drauf da jetzt. Los, drauf da. Jetzt einfach drauf ohne Gnade, Mensch. Oh, endlich. Ja, gut. Meine anderen bekommen zwar nicht viel davon. Ah, es sind nur 552 Erfahrungspunkte. Das hat sich nicht mal gelohnt hier, ey.